Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? I'm sorry, I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Und hiermit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Portal 2. So, ja, ich habe mal auf Empfehlung die Untertitel angeschmissen. Danke für den Tipp. Ich hoffe, es ist für euch alle ganz angenehm, das auch mal zu lesen. Ja, jetzt geht's weiter mit Portal 2. Ja, ich habe gemerkt, in der letzten Folge hat es ein paar Schwierigkeiten gegeben mit dem Audio. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Naja, durch die Subtitles soll es ein bisschen besser gehen. Und falls ich bemerke, dass der Audiotreiber wieder abkratzt, dann werde ich einfach mal die Boxen lauter stellen, dass man wenigstens durch mein Mikro etwas hören kann. Okay, gut, weiter. So, kein Risiko eingehen hier. Nichts, ich habe nichts gesagt. Ach, guckt euch das mal an. Das sieht doch mal cool aus. So. Was ist das denn? Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Ja. So, der hat ein Herz. Der Cube hier. Ein Herz auf. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well, we have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. So. Keine Ahnung, für was wir das jetzt gemacht haben, aber es wird schon einen Sinn. Hey, da war unser... Habt ihr das gesehen, Leute? Da war unser kleiner Freund. Komm da raus! Ich rette dich, mein kleiner Freund. Mann, Mann, Mann. Naja, okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da hochkommen, ne? Gibt's hier irgendwo eine Wand, die wir beschießen können? Mit unserem Dingens, mit unserem Strahler. Anscheinend nicht. Ach, guckt euch das an. Wie lustig. Ach so. Da muss ich kurz warten, bis das Ding hier. Alles klar. Okay. Moment. Jetzt hab ich's geschächt. Da. Huch. Ja, genau. Der Cube fällt genau dahin, ne? Ja, komm. So, jetzt. Gut. Leute. Warte mal. Der Cube, der kommt hier hoch. Den packen wir gleich mal dahin. Ja, jetzt habe ich eine Idee. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich hoffe mal. Kasing und schon sind wir da. Ja, jetzt ist die Frage, wie bekommen wir den Cube? Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal ganz einfach. Ach. So oldschool-mäßig, ne? So. Juhu! Und schon sind wir auf der anderen Ebene. Okay, ja, wie kommen wir denn jetzt da rauf? Gibt's da irgendwo eine Wand? Nein, gibt's nicht. Gut. Ach so, meine Güte, bin ich doof. Geronimo! Haha, ich hab euch verarscht. Natürlich schieße ich mir ein Portal, bevor ich mich zu Tode stürze.
Können wir den Cube mitnehmen? Der ist so süß mit seinem kleinen Herzchen. Ah, naja. Dann nicht. Oder warte mal. Wisst ihr was? Ah, nee, ja, ohne den gibt es diese Plattform nicht. Naja, richtig. Denn ohne diese Plattform würden wir nicht rauchen. Ja, klar. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Ja, das habe ich ja auch gar nicht versucht, ne? Also ich habe keine Ahnung von wo die so wie die auf solche Gedanken kommt, dass wir hier einfach so solche Cubes klauen. Ich habe das Gefühl, diese GLaDOS oder wie die heißt, die klingt so ein bisschen wie T-Pain, ne? So ein bisschen voll auf Auto-Tune und so. Ja. Ich guck mir gerne immer diese Animation an. Remember, I told you about them in the last test area. They did not have one. Halt mal deine Schnauze, Mann. Sprich mir nicht mal dazwischen, wenn ich mal etwas erklären möchte hier. Oh. Okay. Oh. Diese Kamera nervt mich. Die guckt uns jedes Mal an, egal was wir brauchen. The turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Ja, GLaDOS, du bist wohl nicht so klug, wie du denkst, ne? Denn ich nehme das auf und ich kann das jederzeit auf Slow Motion abspielen, ne? Und dann kann ich auch... Kacke. Ja, dann kann ich jederzeit hören oder gucken, was du gesagt hast. Ja, und wir sind ja nicht doof. Wir kriegen jetzt noch so einen Cube. Och. Können wir das nicht so machen? Hier ein Portal und da ein Portal. Wieso geht das nicht? Mann. Alles wegen dieser dummen Wand hier. Was ist los? Okay, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ach so, da gibt es ein Loch in der Wand, wo ich sehen kann. Können wir denn den Cube da durchzwängen? Nein, können wir nicht. Ja. Wie machen wir das jetzt? Huch. Ach komm, ich will mal nur auf dich drauf springen. Oh, jetzt. Huch. Ach so. Geht doch. Meine Güte. Und tschüssi. Juhu. Haha. Ausgelistet. GLaDOS. Du liebe Sau. Ja, was machen wir da? Ach so. Okay. Oh. Autsch. Autsch. Ah, alles klar. Wir müssen da durchschießen. Somehow. So. Das Ding hier ist so stark, das geht durch diese Wand hier. Bazinga. Ach so. Wenn ich durch das Tor gehe, dann lösen sich die Portale automatisch auf. Ach, okay. Nice, dass wir das jetzt auch noch mitgekriegt haben. Ja, da wieder mal lauter Abfall, ne? Der Liftschacht ist ja auch für das gedacht, um seinen Müll da zu platzieren. Ja. Dann bin ich mal gespannt. So, wo sind wir denn hier? Ja, ja. Leute, ihr seht auch, Roboter haben ihre Macken. Auch die werden nicht vor Depressionen oder Ähnlichem verschont. Ja, dann mach du mal das, was du hier fabrizierst. So, wo sind wir denn jetzt? So und mal. Ach, hier hat's wieder so ein Sprungdingens. Hey, it's me. I'm a
Hey! Well, I'm back. The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it. Nein, da war unser kleiner Freund. Wir können there. Nicht zu ihm. Try it now. Da oben. Da oben ist er. Seht ihr ihn? Mann, wie kommen wir zu ihm? Ah. What happened, right? I was just lying there. You thought I was done. Mm. Oh. This plate must not be calibrated to someone of your generous. Yes. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Bird, right? Couldn't believe it either. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. Mm. I'll just lower the ceiling. Ach ja, danke schön. Nein, jetzt ist dafür unser... Oh. Wow. Jetzt ist dafür unser Freund irgendwo. Da oben ist unser Freund irgendwo. Ah, wir müssen den retten. Ohne den macht Portal 2 keinen Spaß und keinen Sinn. Haha, guckt uns an. Diese Dimensionen, ne? Woo! So, genug rumgealbert. Was ist denn das hier? Ah ja. Okay. Och. Das bedeutet, wir müssen da aufspringen. Nur die Frage ist wieder mal, wie denn? Wie macht man das? Ach. So. Natürlich. Lapp, und da sind wir auch schon oben. So. Mal das Knöpfle gedrückt und da erscheint auch schon ein Cue. Ah, diese lästigen Videokameras überall, die uns verfolgen. Machen wir das mal so und... voilà. Perfekt. So, da sind wir auch schon mit unserem Cube. Da stellen wir den doch mal hier hin. Jetzt müsste der... So, machen wir mal so und mal... so, ungefähr, ne? So soll das eigentlich funktionieren. Und jetzt mit unserem Laser Cube schießen wir mal durch die Wand. So. Und dann geht's auch schon, jetzt müssen wir eigentlich nur noch da hochkommen. Ach so. Ja, so. Das ist ja mal blöd gelaufen. Ja, wie machen wir das denn? Wie springen wir da rauf? Eine schwierige Frage. Rein theoretisch müssen wir jetzt wieder denselben Trick anwenden, nur das Problem... Ach so, okay, alles klar. Ich hab's. So, och, nein, doch nicht. Irgendwie. Aber, egal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Probieren geht überstudieren, so wie man so schön... Wie man das auch immer sagt. Dann bin ich jetzt mal hier rum. Sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. Jetzt können wir auf diese Seite so padim und dann auf diese Seite und padulz. Ja, ist doch perfekt. Hat doch super geklappt. So. Gut, dann sind wir auch schon im nächsten. Ach, Hallöchen. Ach, da bist du ja. Wie bestellt.
Mann, ich mach mir Sorgen. Wie hieß der Roboter? Wesley oder so ähnlich. Ah, Mann, ich will ihn zurückhaben. Der war so knuffig und süß und nett und Enjoy lustig. This next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Boah, du kotzt mich so an, Mann. GLaDOS, du kannst mich mal da, wo die Sonne nie ein Portal hin spuckt. Da, wo schon ein schwarzes Loch entstanden ist, extra für dich, damit du's... Na, ich will jetzt auch nicht, irgendwelche Behauptungen anstellen. Oh, wow. Langsam, mein Freund. Wir sind hier nicht bei, was denn? Keine Ahnung. So, mal probieren, einfach so, spontanerweise. Ja, hat ja super funktioniert. Nur leider hat es nichts gebracht oder nicht viel. Da hinten gibt's einen Cube. Ich nehme mal an, den brauchen wir. So, mal schön in den Laser rein. Och, was? Was geht? Ach, ich fall durch den Boden und das... Oh, ja super. Okay, ja, jetzt muss ich mal kurz meine Konzentration sammeln. Ich bin hier ein bisschen so am Rumspinnen. So, jetzt mal so und dann mal, wo war jetzt dieser... Ach, da, ja, super. Wow. So, und da, nein! Ach, wisst ihr was? Ich mach das einfach mal so. Oh, meine Güte. Dieser Laser macht uns ja gar nichts. Meine Güte, warum hab ich dann so Respekt vor dem? So, jetzt einfach mal springen. Und jetzt sind wir auch schon weit gekommen. Ja, jetzt haben wir den Cube. Was machen wir denn mit dem jetzt? Ja, ich lasse ihn mal da einfach so runterpurzeln. Dann kommt der auch. Da kommt der auch wieder schon zurück. Naja, gut. Machen wir das mal so. Ja. Boah. Boah. Perfekt. Ja, kann das schon alles sein? Das kann doch niemals alles sein. Ach so. Ah ja, dann machen wir das halt mal so. Und schon sind wir weiter. Nur die Frage ist, ja, wie kommen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt überhaupt? Was bringt uns überhaupt diesen Cube denn? Wir könnten rein theoretisch auch hier rauf. Ach so. Ich frage mich wirklich, was er bringen soll jetzt. Müssen wir denn hier runden? Nein, müssen wir nicht. Aber wohin denn sonst? Ganz komische Sache. Also ich lasse den Typ jetzt mal hier. Ja, rauf komme ich jederzeit, denke ich jetzt mal. Ach so, ja, keine Ahnung, was das jetzt bringen soll, dass der Cube jetzt da oben ist. Naja. Was ist das denn da oben? Hat das irgendeine Funktion? Ach, das sind so Sprungdingens. Ach so, wenn dieser Cube jetzt da ist, dann können wir durchspringen. Nur, was würde das bringen? Frage ich mich. Ach so, Kazinga. Ah, super. Ja. Wo sind wir denn jetzt? So in einem Dingens. Da drücken wir, da kommt bestimmt ein Cube runter. Ja, selbstverständlich. Und der kommt auch gleich schon zu uns hoch. Perfekt. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Gute Frage. Was ist denn das? Ach so, wir müssen den Laser umleiten.
Und deshalb gibt's hier wahrscheinlich auch eine Wand, ja. War ja klar, ne? Dann gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Und dann machen wir das so. Baring. Ja, du kannst mal hier weggehen, ne? Und jetzt machen wir das so. Und jetzt rein theoretisch sollte irgendwas geschehen sein, was uns hilft. Bading. Och. Och, super. Ach so, ja. Klasse. Oh, dann brauchen wir den anderen Dingens wohl doch. Naja, gut. Dann hole ich den mal kurz. Da unten ist er ja schon. So, mein kleiner Freund. Jetzt nutze ich mal deine Daseinsberechtigung. Bam! Und schon fliegen wir durch Geschoss, durch den Raum. Well, you passed the test. I didn't see the deer today. I did see some humans. But with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. Ach, halt die Schnauze. Mann, diese GLaDOS, die regt mich so auf. Es ist so ein richtiger Psycho. Okay. Was ist denn hier? These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Okay. Okay, okay. Also das, was hier beschrieben wird, das können wir schon mal erst nicht machen. Aber... Oh! Ach so! Wir können... Ach ja, super. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal kurz hier lang, denn das ist bestimmt ein bisschen weniger umständlich. Was kommt denn hier ein Cube? Ach, der ist da runtergefallen. Ach, ins Wasser, ja. Super. Dann ist er uns so extrem lieb. Ja, lasst mich mal überlegen, Leute. Wir müssen den Cube da nach hinten verschaffen, um diese Tür zu öffnen und weiterzugehen. Gut, jetzt, wie stellen wir das an? Wie machen wir das? Also, mit dem Ding können wir die Brücke aktivieren. Okay, jetzt machen wir das mal so. Ach, da sind wir auch schon oben. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, was will ich hier? Was will ich hier machen? Ich möchte da durch, aber irgendwie scheint es... Ach, da hätte es klappen sollen müssen. Moment, dann gehe ich noch mal kurz rauf. Und mach mal so ein. Ich hoffe, jetzt einen Sprung schaffe ich. Ja, mit Bravour. Jo. Jawoll. So. Och. Komm schon, meine Liebe, ich fange dich auf. So, jetzt können wir mit dem Cube durchs Portal, dann sind wir wieder hier oben. Dann. So, ne. So, ne? Geht das? Ne, wir kommen wahrscheinlich nicht rauf. Ach so, da ist sowieso so eine dumme Scheibe dazwischen. Ja, okay. Wie stellen wir jetzt das an? Also da wäre es doch perfekt. Aber wie kommen wir jetzt darüber?
Ach so. Meine Güte, was mache ich hier so für einen Aufstand? Wir können doch das Portal nutzen, Sephiroth, du bist so doof. So, gut, das Portal wäre, glaube ich, offen. Ja, sieht so danach aus. Dann machen wir das so, dann gehen wir mal kurz wieder da rauf. So, das ist doch mal eine nützliche Erfindung hier, das ganze Dingens. Ja, jetzt muss ich... Wie bin ich jetzt da? Vorhin? Wie bin ich jetzt da vorhin rübergekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. So? Nein. Meine Güte. Wie habe ich das denn vorhin gemacht hier jetzt? So? So? So, ah, ja klar, du meine Güte. Oh, Leute. Excellent. You're a predator, and these tests are your prey. Es ist auch schon wieder 1 Uhr morgens. Da darf man ein bisschen Schwierigkeiten haben mit solchen Rätseln, aber das soll ja keine Ausrede sein. Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Ja, halt die Schnauze, du alte... Du alter Drecksmonitor, du, nee, keine Ahnung, was du bist, aber nichts Good news. I figured out what to do with all the money I save recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Ja. Da ist schon wieder dieser bekloppte Computer, würde ich jetzt mal sagen. Oder diese Fehlgeburt, was hier produziert wurde. Und wir sind im 12. Stock. Und meine lieben Leute, hiermit verabschiede ich mich auch schon wieder. Denn unsere Zeit ist auch schon wieder um. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Seid gespannt, was nächstes Mal wieder passiert bei Portal 2. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann. Tschüssi.